Viele Jahrzehnte, liebe Zuschauer, sind wir informiert worden, wie wir uns sinnvoll und gesunderhaltend ernähren. Da gibt es ein grafisches Modell, an das wir uns alle brav gehalten haben. Am Ende des Tages ist eine Gesellschaft entstanden mit einem riesigen Problem der Fettleibigkeit. Sind das Dinge, die vielleicht zusammenhängen? Darum geht es im folgenden Gespräch. Ein herzliches Willkommen. Und diesmal, ihr merkt das am Ambiente, aus dem wunderschönen Schloss Wartensee in Rorschacher Berg, direkt am Bodensee, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Lieber Manfred, Thema Ernährungspyramide ist etwas, wo jahrzehntelang festgelegt wurde, in welcher Gewichtung wir quasi aufbauend welche Lebensmittel zu uns nehmen sollten. Wir wollen heute die Lebensmittel mal durchgehen, vielleicht vorweg. Ist diese Pyramide etwas, was in irgendeiner Weise zu unserer Gesundheit beiträgt? Oder muss man das heute, vielleicht weiß man das sogar schon länger, eher kritisch sehen? Ja, die Erfahrung sagt es uns ja, dass, wie du schon erwähnt hast, die Ernährung zu einer übergewichtigen und überwiegend kranken Ernährung geführt hat. Und dass die Menschen heute alles andere als gesund sind und dass die Stoffwechselkrankheiten, insbesondere Diabetes, ja rapide ansteigen. Das heißt, an der Ernährung muss etwas falsch gelaufen sein über die letzten Jahrzehnte. Und daran ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aus meiner Sicht mitschuldig mit ihrer Pyramide. Diese Pyramide, die übrigens den Pyramiden in manchen anderen Ländern dieser Erde gar nicht ähnlich ist, sondern widerspricht, hat dazu geführt, dass die westlichen Länder die kränkesten Bevölkerungen haben auf dieser Erde. Ja. Die Japaner sind gesünder, Chinesen waren bis vor kurzem, bevor McDonald's Einzug hielt, viel gesünder, die Inder gesünder, aber die westliche Bevölkerung vorbildlich in ihren Krankheiten. Wo kommt denn diese Ernährungspyramide her? Also ist es, gerade wenn du sagst, dass der Unterschied zu anderen Ländern ein deutlicher ist und dort die Ernährungsempfehlungen anders aussehen als bei uns, wer hat denn die im Westen, also USA oder DGE hier, wer hat denn die ursprünglich gemacht? Ja, sie folgt dem, was die Landwirtschaft hergibt. Das heißt also Weizenfelder, soweit man schaut, Maisfelder, soweit man schaut, hier und da dann auch eine Kuh. Das heißt Getreide und zum Getreide Fleisch, das liefert die westliche Landwirtschaft und so hat man sich dann auch zu ernähren. Also war es ein Abbild dessen, was aus produktions- und absatztechnischen Gründen sich als die sinnvollste Marketingmaßnahme ergab, um es mal etwas zugespitzt zu formulieren. Genau, und das Ergebnis, der Hamburger besteht ja auch genau aus Getreide und Fleisch. Ja. Also Landwirtschaft einerseits, die Industrie, die Ernährungsmittelindustrie und die Gastronomie, sofern man McDonald's so überhaupt so nennen möchte, die passten zusammen wie Schlüssel und Schloss.
Jetzt hätte man sich ja vorstellen können, dass in dem Moment, wo Ernährungswissenschaftler jetzt mal nicht sich als Marketing-Fuzzis hergeben, sondern Ernährungswissenschaftler sagen, der menschliche Organismus braucht bestimmte Sachen, dass man umgekehrt einen Impuls an die Landwirtschaft hätte geben können, sagen, liebe Leute, Weizen ist gar nicht so das Gelbe vom Ei, sondern da gibt es ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind. Stellt das um. Also der Impuls in Richtung Landwirtschaft ist scheinbar nie gegeben worden, sondern einfach nur Marketingaufgaben erfüllt. Ja, die Landwirte denken selbst ja auch nicht sehr häufig darüber nach, was sie tun sollten, sondern sie kaufen im Frühjahr in ihren Zentralen das Saatgut. Woher es geliefert wird, ist auch relativ egal, ob nun noch so wie früher Hartweizen oder so wie heute hybridisierter oder genmanipulierter Weizen. Das interessiert die Landwirte wenig, sondern sie bauen das an, was gerade empfohlen wird von zum Beispiel ihren Gesellschaften. Mhm. Und die landwirtschaftliche Gesellschaft und die Gesellschaft für Ernährung arbeiten eng zusammen und werden gesponsert von Firmen wie etwa Monsanto, Syngenta und so weiter. Also da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Aber ich sag mal, das hat dann ja mit einer Ernährungswissenschaft im Sinne einer offenen Untersuchung dessen, was für den menschlichen Organismus gut ist und was für den menschlichen Organismus eher reduziert gut oder gar schlecht ist. Mit einer solchen Wissenschaft hat das gar nichts zu tun. Nein. Also als Wissenschaft kann ich das auch nicht auffassen, denn ich habe in den 70er Jahren an der Universität Gießen zusammengearbeitet mit der dortigen Fakultät für Ernährungswissenschaften und habe gesehen, was da läuft. Die Doktorarbeiten wurden gesponsert von der Industrie. Die Themen wurden vorgegeben und die Ergebnisse waren auch nicht gerade offen, sondern so, wie man sie haben wollte. Das heißt also Interessengruppen entschieden. Nun kann man sagen, in den 70er Jahren war das ja noch gar nicht so schlimm. Denn wie wir wissen, die Italiener leben seit 2000 Jahren etwa von ihrem Weizen. Die Römer hatten schon Weizen als Grundnahrungsmittel, aber der italienische Hartweizen, der römische Hartweizen, hat mit dem heutigen nichts mehr gemein. Das war ein Weizen mit 1-3% Gluten drin. Heute haben wir einen Hybridweizen mit 15% Gluten. Mhm. Das heißt also, die Glutenallergie ist inzwischen eine Standard-Situation in der Bevölkerung geworden. Und viele Krankheiten bauen sich auf diese Nahrungsmittelallergien auf. Wobei der Weizen ja nur ein Beispiel ist. Es gibt kaum ein Nahrungsmittel, das nicht inzwischen hybridisiert, mutiert oder genmanipuliert ist. Fliegen wir über Deutschland im Sommer, was sehen wir? Ein Drittel der Fläche ist gelb, Raps. Ja. Raps ist als Nahrungsmittel minderwertig. Rapsöl ist ein minderwertiges Öl. Es hat allenfalls Sinn als Biodiesel, wobei man da die Frage stellen muss, ob für die Ernährung wichtige Flächen des Landes für Diesel einzusetzen sind oder nicht lieber doch für eine gute Ernährung. Mhm. Also dieses eine Drittel gelb gleich Raps ist aus der Sicht einer wissenschaftlichen Ernährung völlig falsch. Und du würdest also, um vielleicht das gerade zu behandeln, wir sind jetzt bei dem Thema Öle, sagen, auch auf dem Ernährungsplan, beim Kochen, beim Salat, hat Raps, obwohl dem ja immer wieder sehr positive Eigenschaften zugesprochen werden, keinen wirklich guten Platz. Also das Gegenteil von dem, was einem erzählt wird. Richtig. Und das ist auch eine dieser Ernährungslügen, dass angeblich die Omega-6-Fettsäuren so wichtig seien. Mhm. Eine ausgewogene Ernährung hat zwischen Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren etwa das Verhältnis 1:1:0,5. Raps aber besteht überwiegend aus Omega-6.
auch nicht nur Raps, natürlich auch einige andere Pflanzenöle oder das extreme Distelöl. Da ist 20-mal so viel Omega-6 drin wie Omega-3. Omega-6-Fettsäuren sind aggressiv. Sie produzieren im Körper Abwehrreaktionen. Sie unterhalten sogenannte Silent Inflammations, also die schwelenden Entzündungen. Ja, ja. Und sie produzieren im Dünndarm ein übles Milieu. Aber die Öle und Fette, die empfohlen werden, auch wiederum im Rahmen der Ernährungspyramide, sind viel zu stark Omega-6-lastig und daher für die Ernährung negativ zu beurteilen. Ja. Wo kommt denn da der, ist das jetzt auch wieder Marketing, wo kommt denn da die Information her, dass Öle, von denen erzählt werden, dass sie also gerade die pflanzlichen in besonderer Weise gut sein und wertvoll sein und für den Organismus unglaublich wichtig, dass die, wie du sagst, also im Darm eher sogar zu den Problemträgern gehören. Genau. Also es gibt ja auch zwei Pflanzentypen, die gute Öle liefern. Das ist der Lein, ja. Leinsamen, Leinöl. Ja. Wo aber sehen wir heute den Anbau von Lein? Kaum einmal. Ja. Obwohl Lein eine wunderbare Pflanze ist, denn man kann ja auch dieses Hemd zum Beispiel, ist aus Leinen gemacht. Ja. Oder Hanf, oder, die beste Pflanze überhaupt. Man kann von der Hanfpflanze alles verwerten und das Hanföl ist ein wunderbares Öl. Wo sieht man denn bitte, dass Hanf angebaut wird? Ja, und wenn, bist du mit einem halben Fuß im Knast. Also die beiden sinnvollen Pflanzen, Lein mit Leinöl, Hanf mit Hanföl, Fehlanzeige, die gefährliche und schädliche Pflanze Raps überall. Und Stichwort Olivenöl? Olivenöl ist natürlich eine Frage der Art der Herstellung. Ja. Also wenn in Italien ein Olivenbauer die Oliven liebevoll per Hand pflückt und anschließend mechanisch auspresst, das Ergebnis ist ein exzellentes Olivenöl. Kalt auspresst. Kalt natürlich, ja. Höchstens bei 38 Grad, mir nicht. Dagegen, wie ist das heute? Es pflückt keiner mehr eine Olive mit der Hand, sondern das geht alles maschinell, mechanisch, also das Pflücken. Und das Pressen geschieht mit Hitze. Das Ergebnis ist ein minderwertiges Olivenöl. Ja. Da können die Oliven nichts dafür. Die sind ja an Bäumen, die schon sehr alt sind. Ja. Olivenbäume sind meistens so um die 100 Jahre alt. Und diese alten Bäume sind noch in Ordnung. Aber die Art der Herstellung, wie mache ich aus der Olivenernte ein Öl, die ist heutzutage von der Industrie in einen Vorgang gepresst worden, der ein minderwertiges Olivenöl zustande bringt. Ja. Das heißt, du musst im Supermarkt oder am besten da erst gar nicht, sondern gleich im Bioladen schauen, wie eine Herstellung überhaupt stattgefunden hat, wenn es um das Thema Olivenöl geht. Oder eben gleich, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Leinöl, was du ja auch aus gewählten Läden bekommst, oder Hanföl greifen, um dort dann in dem pflanzlichen Ölbereich ein Optimum für dich und für die Gesundheit zu erzielen. Richtig. Es gibt natürlich noch andere gute Öle. Seit einigen Jahren hat sich sinnvollerweise das Kokosnussöl ziemlich verbreitet. Ein gutes Öl. Oder das Arganöl aus Marokko. Oder auch das Avocado-Kernöl, ein wunderbares Öl. Die sind aber nicht sehr verbreitet. Sondern verbreitet sind die Öle, aus denen man Margarine macht. Also eben Rapsöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl. Die sind allesamt minderwertig. Erschlägt das die Frage nach dem Wert von Margarine gleich mit? Ja. Also, ich habe mir jetzt gedacht. Das ist natürlich auch wieder ein ganz beispielhaftes Thema, denn ich habe das selber miterlebt. Weil Anfang der 70er Jahre, als ich an der Universität war und dort an der Universität Heidelberg zwei Prozesse stattfanden, ein Prozess gegen Strophanthin für Digitalis,
Strophanthin ein wunderbares Herzmittel, digital ist ein Gift und gefährlich. Es wurde in einem Prozess an der Universität Strophanthin verurteilt und digital ist freigesprochen. Dasselbe geschah gegen die Butter für die Margarine. Die Cholesterinlüge, wie wir heute wissen, wurde entworfen. Die Butter war der Schuldige und die Margarine wurde in den Himmel gehoben. Bezahlt das Ganze von Johnson & Johnson und von Unilever. Ja, ja. Genau. Und bezeichnender Weise oder überraschender Weise sind das dann Unternehmen, die Margarine herstellen. Eben, ja. Ganz genau. Ich wollte es nur noch ergänzend hinzufügen, nicht, dass da irgendwelche Irritationen auftreten. Jetzt haben wir so ein bisschen den Kreis um das Thema pflanzliche Öle gedreht, sind zu der Butter gewechselt. Ist denn die, du hast es ganz am Anfang bei dem Aufzählen der verschiedenen Omega-Säuren angesprochen, das tierische und das pflanzliche und das tierische Öl, etwas, was wir beides brauchen? Ja, sicherlich. Also es geschah natürlich dann auch im Rahmen der Ernährungsumstellung im negativen Sinne, dass das tierische Fett für negativ erklärt wurde, was gar nicht damit übereinstimmte, dass in Oberbayern, wo ich lange Zeit gelebt habe, jeder Bauernhof jeden Tag Schweinebraten auf dem Tisch hatte mit Fett dran. Und die Bauern waren durch die Bank gesund. Es wurde aber das tierische Fett verteufelt, was in diesem Maße wirklich falsch ist. Ja. Denn die tierischen Fette sind überwiegend gesättigt. Gesättigte Fette sind neutral. Es wurde aber von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gefordert, wir müssten viele ungesättigte oder gar mehrfach ungesättigte Fette zu uns nehmen. Die aber sind radikal. Ungesättigt heißt, sie ziehen etwas an um gesättigt zu werden. Ja. Und diese radikalen und aggressiven Fette würden für die guten und wichtigen erklärt und die ungesättigten machten uns angeblich dick. Das Gegenteil ist richtig. Der Punkt dabei wahrscheinlich auch wieder, dass die eine Seite der Fettsäuren dann in dem industriellen Bereich wahrscheinlich ihre Hersteller fand, während das andere eben klassische landwirtschaftliche Produkte sind, sodass also auch hier wieder mehr Marketing denn Wissenschaft stattfand. Eben, also die Autarkie einer Bevölkerung, die Landwirtschaft produziert, die Leute essen es, beide sind zufrieden. Diese Autarkie wurde ja durchbrochen und aufgehoben, sondern alles musste von der Landwirtschaft in die Industrie und von dort aus zum Konsumenten gehen. Das war das Ziel. Und das wurde ja auch erreicht. Ja, das wurde auch erreicht. Klar. Und der direkte Weg ist natürlich der Weg, der, ich sag mal, für den Zwischenhandel, für den Steuer, also auch für die Steuer, also auch für den Staat, immer derjenige ist, der dann eher der Unbequeme ist, aber für die Menschen natürlich der Gesündere. Die gesunde Art der Versorgung ist über den Markt, so wie er seit Jahrtausenden üblich war. Die Landwirte bieten ihre Produkte direkt an, sie stehen für ihre Produkte. Der Kunde kann sie anfassen, kann sie sogar probieren zur Not. Und beide Seiten sind zufrieden, wie gesagt. Und du hast natürlich sehr viel kürzere Wege und Zeiten, weil die Dinge, die auf dem Markt angeboten werden, nur Dinge sein können, die in dem Moment auch reif sind, die in dem Moment in der Region gewachsen sind. Also ein viel organisches Gesamtmiteinander aus einem regionalen, frischen, aktuellen Angebot und nicht irgendwelche Produkte, die erstmal über 10.000 Kilometern herangeschafft wurden und in der Zwischenzeit dann irgendwo in Reifelagern grün geerntet. Und all das, was wir tagtäglich erleben, ist natürlich industriell hochattraktiv, aber natürlich hat mit Lebensmitteln natürlich wenig dann zu tun. Ne? Nein, ein typisches Beispiel, die Bananen. Ja. Europa hat ja im Bereich der Kanarischen Inseln eine eigene Bananenproduktion. Man fliegt 4 Stunden, das Schiff geht 2 Tage.
man könnte die dort produzierten wunderbaren, relativ kleinen, nicht gar so schönen Bananen nach Europa schaffen und wir würden gesunde Bananen essen. Was passiert? Aus Ecuador, Kolumbien, Guatemala werden die unreifen, großen, ästhetischen, leider ästhetischen Bananen hierher geschafft. Sie werden vollkommen unreif geerntet, werden auf dem Transportweg und im Hamburger Hafen reif gemacht und uns dann verkauft. Wozu dieser Nonsens, bitteschön? Ja, ja. Steckt da vielleicht auch wieder eine Industrie dahinter? Ja. Nein, bestimmt. Ist Verschwörungstheorie. Ja. So, wenn wir jetzt bei dem Thema tierische, pflanzliche Fettsäuren sind, die der Organismus gleichermaßen benötigt, ist damit auch die Frage zu beantworten, inwieweit eine vegane oder vegetarische, aber insbesondere eine vegane Ernährung etwas ist, was sinnvoll ist für den Organismus oder dann zumindest in irgendeiner Weise Kompensationen bedarf, was die Dinge betrifft, die ich dann durch die Ernährung nicht zu mir nehme? Naja, also meine Erfahrungen, ich habe ja Normalessende, die toleranten Vegetarier, die normalen Vegetarier und die Veganer als Patienten alle. Ja. Und wenn ich anschaue, wer ist am gesündesten, muss ich sagen, die toleranten Vegetarier. Das heißt, diejenigen, die nicht viel Fleisch essen, nur mal, die aber einen guten Käse auch essen ja. und die auch gute Eier essen. Das sind die gesündesten. Am ungesündesten sind die McDonald's-Esser, klar. Aber die Veganer sind auch ungesund. Also der Veganismus ist aus dieser Sicht übertrieben. Ja. Und alles, was man übertreibt, wandelt sich, auch wenn es gut gemeint ist, ins Gegenteil um. Ja. Also Veganer haben erhebliche Mangelzustände. Nicht nur an Eisen, Vitamin B-Komplex, speziell B12, sondern auch an hochwertigen Aminosäuren. Und die Veganer sind auch leider überwiegend von ihrer Mentalität her fanatisch. Und dieser Fanatismus wirkt sich negativ aus. Ja. Also ein tolerantes Vegetariertum und das Essen in Form einer vegetarischen Trennkost zeitigt die Gesundheit. Vegetarische Trennkost, was muss man sich darunter vorstellen? Was wird da getrennt? Was sollst du jetzt nicht quasi zusammenschmeißen? Das Gehirn ist so geartet, dass es die Kombination von Zucker und Fett nicht verarbeiten kann, sondern dass es dann A, eine Sucht entwickelt und B, kein Sättigungsgefühl mehr kennt. Sobald ich also Zucker und Fette kombiniere, wie im Idealfall, in Anführungsstrichen, beim Eis, ja. Soft-Eis insbesondere, dann belaste ich das Gehirn und ich kann nicht mehr aufhören. Und diese Kombination ist somit aus der Sicht des Gehirns falsch. Ja. Ich sollte, wenn schon Zucker braucht der Mensch gar nicht. Der Mensch kann ohne Zucker viel besser leben als mit Zucker. Aber wenn schon Zucker, dann bitte alleine. Und wenn Fett, dann bitte alleine. Aber Zucker und Fett kombinieren ist übel. Ja. Das sollte ich immer trennen. Und die in Mitteleuropa übliche Art und Weise, ich esse als erstes einen Salat, dann esse ich eine Suppe, dann esse ich eine Hauptspeise mit Fleisch dabei, dann esse ich einen süßen Nachtisch. Alles dieses ist das Gegenteil von Trennkost. Und alles dieses belastet unsere Verdauung in übler Art und Weise. Die Verdauung kann gut funktionieren, wenn ich entweder Eiweiß verdaue oder Zucker verdaue, Kohlenhydrate oder Fett verdaue. Dann kann die Bauchspeicheldrüse die nötigen Enzyme produzieren für eins von diesen drei.
Wenn ich aber alle drei Typen der Verdauung zumute, muss die Bauchspeicheldrüse alle Typen von Enzymen gleichzeitig produzieren. Und damit überfordert. Und damit ist sie überfordert. Ja, ja. Lass uns ganz kurz noch mal beim Zucker verbleiben, weil wir da auch eine, ich habe das selbst erlebt, ausgesprochen aggressive Zuckerindustrie haben in der BRD, die dafür sorgt, dass also schon die Diskussionen um den Zucker am besten erst gar nicht entstehen. Und das ist ja Nervennahrung und. Ja, ja. Auch da reden wir von PR, Marketing und Propaganda, aber nicht von Wissenschaft. Und was wäre denn die, wenn du sagst, wir brauchen überhaupt gar keinen Zucker, was wäre denn die Alternative, wenn man denn etwas wie einen Kuchen, wie eine Marmelade süßen möchte? Wie kann ich das kompensieren, den Zucker, wenn ich den wirklich komplett weglasse? Naja, schauen wir zurück in die Jahrhunderte, im Mittelalter, Nürnberg, Zentrum der Lebkuchenindustrie. Ja. Gab es damals Zucker? Gab es überhaupt nicht. Es wurde Honig verwendet. Und Honig ist eine relativ akzeptable Form, sich Süßes zuzuführen. Also der Lebkuchen zu der damaligen Zeit war eine akzeptable Art, Süßes zu sich zu nehmen. Schauen wir heute, der Honig degeneriert immer mehr, die Bienen werden immer weniger, die Qualität des Honigs wird schlechter. Stattdessen nehmen wir zu uns die Zucker, die wir angeblich brauchen. Glucose, Traubenzucker, Fructose, Fruchtzucker, Laktose, Milchzucker. Alle drei Zuckertypen machen krank, sage ich hier eindeutig. Alle drei machen krank. Und wir brauchen sie auch nicht. Das Märchen, das Gehirn würde vom Zucker leben, ja, ist ein Märchen. Ja. Ich glaube, man könnte ein eigenes Buch über Ernährungslügen schreiben. Und wir würden heute Abend noch sitzen, bevor das alles abgearbeitet haben. Ja, und die Alternative, wovon ja, das genau. Gehirn wirklich lebt, das sind die Ketonkörper. Das heißt also modifizierte Fettsäuren, die Leber entweder direkt aus dem Darm aufgenommen hat. Das ist unser MCT-Öl, was wir ja anbieten. Oder es sind die erwähnten Öle, die Leber umwandelt in Ketonkörper, und das Gehirn lebt von Ketonkörpern. Das ist die physiologische Art und Weise. Und als die Menschheit Zucker noch gar nicht kannte, haben unsere Gehirne alle von Ketonkörpern gelebt. Heute aber, durch die permanente Zuckerzufuhr, sind die Gehirne süchtig geworden auf Zucker. Und daraus wird abgeleitet, das Gehirn könne ohne Zucker gar nicht leben. Das ist Nonsens. Wir haben eine Zuckersucht im Gehirn. Ja. Das ist so, als wenn du dem Heroinsüchtigen erklärst, oder dem Kritiker, der kann ja ohne Heroin gar nicht leben. Genau. Wenn du jetzt sagst, also nochmal die Frage, die Alternative. Honig ist eine Möglichkeit. Und natürlich Stevia. Das Stevia ist, und Xylit? Xylit geht auch. Ja. Ja. Also da hast du sowohl, ich meine jetzt mal so ganz als Nebeneffekt, wahrscheinlich dann nicht einmal die Karies-Problematik, die du ja bei Zucker, auch bei Honig noch ein Stück weit hast. Mit Xylit kann man sich sogar die Zähne putzen, also da scheint das in der Richtung gar kein Problem zu geben. Ja. Und den Süßeffekt habe ich gleichermaßen. Stevia ja sowieso. Mhm. Das könnte man also kompensieren. Also wir haben immerhin drei Möglichkeiten. Honig ab und zu mal, nicht permanent. Ja. Xylit tagtäglich und Stevia, wenn ich will, auch tagtäglich. Das reicht zum Süßen. Ja, ja. Okay, wenn wir jetzt Thema Vegan, Vegetarier ansprechen, du hast gesagt, der tolerante Vegetarier, der eben ab und zu auch mal Fleisch, Frage oder Fisch. Wie würdest du da den Unterschied bewerten, wenn wir Fleisch, gibt es bestimmte Sorten, wo man sagt, da eher lieber nicht? Und wie wird Fisch oder auch Schalentiere, Muscheln und sowas, wie würdest du das bewerten? Naja, wir haben hier 1 Kilometer entfernt in Altenrhein einen Flughafen. Rund um den Flughafen grasen die schottischen Rinder, ja, mit den langen Haaren. Die Highlander. Mit riesigen, ja, Hörnern. Ganzjährig auf der Weide, ja, deren Fleisch ist exzellent. Ja. Die übliche Kuh, die heutzutage produziert wird,
man muss leider sagen, produziert wird. Es sind ja keine Lebewesen mehr wie die echten Kühe. Es sind eher Zombies, die da herumlaufen. Noch dazu ohne Hörner. Deren Fleisch ist schädlich. Ja. Also wenn Fleisch, dann von glücklichen Tieren. Oder Fisch. Wenn Fisch, dann Wildfisch. Kein Zuchtfisch. Haben wir gesehen beim Pangasius, der begann vor 10 Jahren mal als Wildfisch aus Kambodscha. Da war er noch völlig in Ordnung. Die Pangasius-Produktion stieg derartig an, dass der heutige Pangasius als Zuchtfisch nichts mehr wert ist. Ja. Dasselbe Lachs, es begann mit dem Wildlachs in Alaska und Norwegen in Ordnung. Der heutige Zuchtlachs ist nicht mehr vertretbar. Ja. Also wenn wir jetzt hier im Sinne dessen, was wir vorhin schon mal gesagt haben, uns am Bodensee für einen Fisch entschieden, dann wäre so ein Bodenseefältchen, die man hier, oder ein Saibling, den du aus dem Wasser, aus dem Bodensee wild gefangen hast, dann wäre das auf jeden Fall etwas, was in Ordnung wäre. Das ist völlig in Ordnung. Und die Lokale rund um den Bodensee bieten das ja auch alle an. Ja, ja, klar, klar. Dann wird es aber kritisch wahrscheinlich mit dem ganzen Krusten- und Schalentierenbereich. Oder da hast du ja fast, also ich kenne den kanadischen Hummer, da reden wir wirklich von einem absoluten Wildfang, gar keine Frage. Und da ist eine sehr beschränkte und sauber definierte Jahreszeit, also wenige Wochen, in denen du überhaupt einen Hummer fangen kannst. Aber wie ist das hier? Würde das hier überhaupt noch Sinn machen? Naja, es gibt ja eben auch da inzwischen die industrielle Produktion. Ich habe einen Freund, der war Meeresbiologe in San Diego, und sein Spezialgebiet war, die Schrimpsproduktion auf industriell umzustellen. Ja. Das heißt, die Schrimps wurden gezüchtet in milliardenfacher Ausfertigung, aber nebenbei dann auch die anderen Krustentiere. Und sobald etwas von der Natur genommen wird und in die Industrie überführt wird, verwandelt es sich ins Negative. Das heißt, die Allergien gegen das weiße Fleisch dieser Krustentiere nehmen auch permanent zu. Also ich kann zum Beispiel inzwischen auch keine Krustentiere mehr essen, denn diese hochmolekularen Eiweiße wie Gluten, Weizen, wie Casein, Milch und wie in den Krustentieren in deren Fleisch enthalten, die sind höchst allergen, es sei denn, es handelt sich um eine naturgemäße Produktion. Ja. Also das, was wir in der Massentierhaltung bei uns, ob das jetzt Schweinemast ist, aber insbesondere im Geflügelbereich, auch für die Tiere ganz furchtbare Art und Weise machen, das ist dann bei den Krusten- und Schalentieren oder den sonstigen gezüchteten Fischen Meerestieren letztendlich auch eine Massentierhaltung mit all den negativen Auswirkungen, sowohl für die Tiere als auch dann für die, die es nachher als am Ende der Nahrungskette verzehren sollen. Richtig. Also würden die Wildfänge heute noch existieren in hinreichend großer Zahl, dann wäre auch der Preis dieser Produkte so hoch, dass man nicht täglich davon essen würde, sondern wie es in meiner Kindheit noch war, freitags Fisch, sonntags Fleisch. 5 Tage in der Woche weder Fleisch noch Fisch. Ja. Das halte ich nach wie vor für gut und für natürlich. Das ist ja das, ich kenne das aus meiner Kindheit auch noch so, dass man dann eben von dem sogenannten Sonntagsbraten gesprochen hat, der eben etwas Besonderes war, während es unter der Woche eben weder nötig noch üblich war, dass es da irgendein Schnitzel oder irgendwas anderes auf dem Tisch gegeben hat. Du würdest jetzt bei dem Thema Fleisch zwischen Rind und Schwein auch nur unter dem Aspekt, also schwäbisch-hallische Hausschwein, eine wundervolle Urrasse, ist in Ordnung. Massentierhaltung in der Schweinemast, wie wir es zum Teil in Mecklenburg haben, mit 10.000 oder noch mehr Tieren Schulter an Schulter. Ja, oder im Oldenburger Land, Kloppenburg und Umgebung. Ja. Das Schwein bekommt 8 Monate bis zur Schlachtung. Das ist völlig unphysiologisch. Das Hähnchen bekommt 8 Wochen bis zur Schlachtung. Völlig unphysiologisch. Aber so sind die Standards heutzutage. Ja, ja. Also auch da geht es darum,
dass man nicht nur aus den sowieso ethischen Gründen und den Gründen des Tierschutzes diese Art und Weise der Tierproduktion ablehnt, sondern wir tun uns selber auch noch gesundheitlich nicht nur keinen Nutzen, sondern nur Schaden an. Eben, denn ein Tier, das gestresst aufwächst, hat einen erhöhten Histaminspiegel und noch viele andere negative Stoffe in sich, in den Muskeln. Und wir leiden sowieso durchweg heutzutage unter einer Histaminose. Bekannt ist, dass es gibt Rotwein mit viel Histamin, den verträgt man schlecht. Rotwein mit wenig Histamin, den verträgt man gut. Wie den gestern Abend, der war großartig. Der Shiraz war gut, ja. Ja. Histamin ist ein Hauptproblem geworden heutzutage. Ja. Und die Tiere, die industriell produziert werden, haben alle enorme Histaminspiegel und Stresshormonspiegel. Und die nehmen wir dann zu uns, abgesehen von den Antibiotika und was noch ja, so. Ja, ja, die, ja, klar. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Du bist ja in der Massentierhaltung. Wenn da von 10.000 Küken eines irgendwie krumm guckt, dann muss sofort entsprechend mit Medikamenten die ganze Truppe verbracht werden. Und auf die Art und Weise hast du natürlich da eine Medikamentenbasis, die du, Dosis, die du auch noch zusätzlich zu dir nimmst. Ja, also man kann nur sagen, ein Verbraucher, dem seine Gesundheit etwas wert ist, sollte auf eine gute Qualität, sollte auf Bio achten, vielleicht auch Demeter-Qualität, wie auch immer, und sollte mehr bezahlen, als verlangt wird. Denn die billigen Produkte, da kann man hingucken, wo man will. Ob es die Haarmilch ist oder der Joghurt oder der Quark. Die billigen Produkte sind alle minderwertig. Jetzt haben wir einen Bereich der Ernährungsgruppe noch komplett ausgelassen. Das ist Obst und Gemüse. Auch da, wenn man etwas genauer hinguckt, stellt man fest, dass es so bestimmte, gerade im Gemüsebereich, Gemüsesorten gibt, die zwar, ich sag mal so, kalorisch und so weiter alles in Ordnung sind, die aber dann plötzlich beim glykämischen Index völlig aus der Art schlagen, wie die Karotte beispielsweise. Muss man auch da nochmal die Dinge völlig neu definieren und ansehen und sagen, jetzt, also alle Gemüsesorten sind identisch gleich gut? Nein, natürlich nicht identisch gleich gut. Es geht ja immer darum, habe ich eine Karotte, die gewachsen ist, wie sie wollte, die ist krumm und schief, die hat nicht eine gleichmäßig rötliche Farbe, oder habe ich die Kulturkarotten? Die sehen alle gleich aus, makellos. Mhm. Die sind wiederum problematisch, denn die erhöhen im Körper den Blutzuckerspiegel. Also der glykämische Index ist schon in Ordnung, aber man darf nicht sagen, Gemüse ist gleich Gemüse, sondern es gibt die alten Gemüsetypen, die alten Kartoffeltypen, auch die alten Apfeltypen, Boskop, und es gibt die Kulturgemüse und Obstsorten. Wo die EU auch hin will. Genau. Ja. Jedes Produkt sieht gleich aus, jeder Apfel identisch, hat keinen schwarzen Punkt, gleich groß. Aber was ist da drin? Die positiven Inhaltsstoffe wurden herausgemändelt, wenn man so will. Ja. Und die negativen Inhaltsstoffe, die Zuckertypen, auch Sorbit und Mannit zum Beispiel, die sind angestiegen. Weil die Leute mögen es, wenn alles süß schmeckt. Und auch die Karotten enthalten heutzutage viel mehr Zucker als vor 20 Jahren. Mhm. Die Äpfel, fünfmal so viel Fruchtzucker wie vor 20 Jahren. Und die Fructoseunverträglichkeit ist ein Standard geworden in der Bevölkerung. Und es gibt viele Hinweise, dass die Alzheimer Entwicklung auch mit dem hohen Fructoseanteil in der Ernährung zu tun hat. Mhm. Das Gehirn reagiert auf den Fruchtzuckereinstrom noch negativer als auf den Glukoseeinstrom. Dann ist aber das, wenn du von den alten Kartoffelsorten, von den alten Apfel- oder Birnensorten sprichst,
was die EU macht. Ich habe das gerade angetippt, zu sagen, hier sollen europaweite Standards, sprich Industriestandards, und die den alten Sorten im Prinzip da rausgemacht werden, genau die verkehrte Richtung, beziehungsweise nutzen tut das wieder mal nur den entsprechenden Saatgutherstellern der entsprechenden Industrie. Genau. Zum Beispiel war bis vor einiger Zeit die Grapefruit noch eine gute Alternative, denn die Orange ist schon seit vielen Jahren degeneriert und überhaupt nicht mehr zu empfehlen. Die Grapefruit war eine Alternative. Aber auch die ist heutzutage nicht mehr akzeptabel. Was bleibt? Die Pomeranze. Die Früchte, die keine hohen Produktionsraten erzielen, die werden nicht manipuliert, auch nicht genmanipuliert. Und auf die kann man sich dann noch als Verbraucher stützen und sie zu uns nehmen. Ja. Spielt, wenn du jetzt Grapefruit ansprichst, das Thema Bitterstoffe in der Ernährung? Du sagst, alle Leute wollen, dass es süß wird. Und das Gegenteil sind ja dann Dinge, die früher auch noch mit einer anderen, ja, ich sag mal, Intensität auch bitter geschmeckt haben. Etwas, was uns dann fehlt? Sind Bitterstoffe wichtig? Richtig, Bitterstoffe sind äußerst wichtig. Ich meine, die Großmütter und die Ärzte vor 150 Jahren wussten das ja auch. Eine gute Arznei war immer bitter. Und die Italiener und die Südfranzosen, die nehmen vor dem Essen einen bitteren Aperitif, nach dem Essen einen bitteren Digestif. Ja. Bitter fördert die Verdauung. Wenn der Magen Bitterstoffe bekommt, natürliche Bitterstoffe, produziert er so viel Magensäure, dass die Verdauung besser ist. Ja. Es ist ja auch ein Irrtum in der allgemeinen Auffassung, Magensäure sei was Schädliches. Stattdessen leiden wir heutzutage überwiegend nicht unter einer Übersäuerung im Magen, sondern einer Untersäuerung. Wir brauchen einen pH-Wert von 1 im Magen, um im Magen die Vorverdauung für den Dünndarm vorzunehmen und im Dünndarm dann wiederum einen alkalischen pH-Wert zu haben. Die meisten Leute meinen, wenn sie die Säuren im Magen wegpuffern, täten sie sich was Gutes, Säureblocker. Ist ein Bombengeschäft. Jeder Patient über 60 nimmt Säureblocker. Völlig falsch, denn dadurch habe ich keinen pH-Wert mehr im Magen, der eine gute Verdauung gewährleistet. Und das sind alles so Irrationalitäten. Vor allen Dingen, wenn du bei der Frage mal dem völligen Unterschied nachgehst und untersuchst, wie viel Säure ein 20-Jähriger hat im Vergleich zum 60- oder 70-Jährigen, müssten eigentlich die 20-Jährigen ohne Ende Säureblocker, weil die viel mehr Säure haben. Das wäre die Logik hier. Ja, aber insofern will der Organismus genau das, denn der 20-Jährige ist von seiner Vitalität anders aufgestellt als der 60-, 70-, 80-Jährige, logischerweise. Also machen wir da auch wieder nur der Säureblocken herstellenden Industrie tun wir etwas Gutes, aber uns nicht. Genau. Also, und wir haben ja im Bindegewebe und im Blut einen leicht basischen pH-Wert von 7,35 bis 7,4 etwa. Das heißt, die Hauptgewebe, die wir haben, Blut und Bindegewebe, sind basisch. Und der Magen mit seinem pH von 1 fällt da heraus, aber er muss herausfallen für die Verdauung. Ja. Und wir haben nur dann im Dünndarm den basischen pH, der durch die Gallensäfte entsteht, wenn wir vorher im Magen einen schönen sauren pH gehabt haben. Ja. Und alles dieses wird heutzutage vermengt und ins Gegenteil verkehrt. Ja. Kommen wir zum Ausgang zurück. Wir haben über die Pyramide gesprochen, deren dann ganz offensichtlich industrieindizierte oder landwirtschaftlich indizierte Basis eben Weizen, Cerealien und so etwas sind. Dann kommt Fleisch, also Gemüse, dann kommt Fleisch und ganz oben dann sehr verhalten noch ein wenig Fette. Wie müsste eine quantitativ orientierte Ernährungspyramide
die jetzt nicht PR für die Industrie macht, sondern PR für den menschlichen Organismus. Wie würde die aussehen? Was wäre da so die Basis? Die Basis wären alle Typen von Gemüse, die noch nicht verfälscht sind. Ja. Also die naturgemäßen Gemüsetypen. Und vor allen Dingen dort die Wurzelgemüse. Die meisten Wurzelgemüse sind basisch und enthalten von ihren Inhaltsstoffen her viele Mineralien und Spurenelemente. Also die Kartoffeln, wie sie mal waren. Die modernen leider auch nicht mehr. Dann die verschiedenen Arten der Wurzel. Die alten Karotten, die Petersilienwurzel, die Ingwerwurzel, die Pastinakenwurzel, die Topinamburwurzel. Alles, was es an Wurzel gibt. Wurzeln sind ja Speicherorte für die Pflanzen. Und die Pflanzen speichern an diesen aufgetriebenen Wurzeln, speichern sie alles, was sie brauchen können für schlechte Zeiten, in Anführungsstrichen. Und davon können wir uns wunderbar ernähren. Ja. Also Wurzelgemüse ist die Basis. Und dann alte Früchte, Hochstammäpfel. Alles, was von Hochstämmen stammt, ist noch in Ordnung. Mhm. Diese Sträucher als Apfelbäume sind ja keine Apfelbäume mehr. Und die produzieren dann auch diese üblen Früchte. Oder eben die Beeren, sofern sie noch natürlich wachsen. Ja. Beeren, wunderbar. Sollte auf jeden Fall hinzugenommen werden. Und dann eben Eiweiße von glücklichen Fischen, von glücklichen Kühen und Schweinen. Und wir haben ja auch das MAP bei uns im Angebot. Das sind die hochwertigen Aminosäuren. Mhm. Kann man auch durchaus dazu nehmen. Also wir bereiten uns vor in unserem Vertrieb auf die Zeiten, wo wir vor vollen Tellern sitzen werden und sie nicht mehr essen können. Weil wir wissen, wenn wir das essen, werden wir krank oder gar wir sterben. Ja. Deshalb haben wir als Alternativen das MAP, Eiweißzufuhr, das MCT, Fettzufuhr und dann auch, wie schon gesagt, Xylit und Stevia. Ja. Spielen in der Auflistung, die du jetzt gerade gesagt hast, also die alten Gemüsesorten, die ehrlichen, die Obstsorten, dann die tierischen Fette, Fleisch, Fisch, spielen in dieser ganzen Ernährungspyramide, die dann in der Tat etwas komplett anders, oder nicht etwas, sondern komplett anders aussieht, das Thema Cerealien überhaupt noch eine Rolle oder eine, also offensichtlich ja untergeordnete oder gar keine mehr? Leider können wir es nicht mehr empfehlen, weil der Weizen ist inzwischen nicht mehr akzeptabel. Mais ist komplett genmanipuliert. Soja ist komplett sowieso genmanipuliert. Ja. Erdnüsse sind komplett genmanipuliert. Und Kohasan, Emma, also die ganz alten Kornsorten? Es gibt zum Glück einige Bauern, die nachdenken. Ja. Die alten Sorten wieder anbauen. Zum Beispiel Urdinkel, Urweizen, Emma, Einkorn, Kamut und dann natürlich diese Gräser, es sind ja keine Getreide, Gräser aus Südamerika, Amaranth, Quinoa, Chia. Genau. Wunderbar geeignet zum Essen. Ja. Und da ist es dann auch, das ist dann auch Bestandteil eines Ernährungsplans, völlig in Ordnung. Ja. Zwar nicht als Basis, also da verschieben sich die Dinge schon deutlich, aber wenn ich dann auf Getreide oder Gräser zurückgreife, da muss ich auch ganz genau, und das ist wahrscheinlich noch schwerer, da wirklich das Richtige zu finden. Aber auch das gibt es. Das heißt, man müsste mit etwas gutem Willen und Unterstützung, wenn Politik so etwas anginge, den ganzen Ernährungs- und industriellen Bereich komplett umstellen. Die Sachen sind da, man könnte es. Es ist nur nicht gewollt, weil es wahrscheinlich auch nicht den genügenden Profit an den einzelnen gewünschten Stellen abwirft. Das ist immer dasselbe. Und weil eine gesündere Ernährung ja auch der Pharmaindustrie schaden würde, ja, wie wir wissen.
völlig klar. Das ist so ein schöner Neben, also in Anführungsstrichen schöner Nebenaspekt noch, aber einer, wo du völlig recht hast. In dem Moment, wo die Menschen gesund sind, sind sie natürlich schlechte Patienten. Das ist auch klar. Gut, lieber Manfred, ganz herzliches Dankeschön, die Ernährungspyramide mal vom Kopf auf die Füße zu stellen und deutlich zu machen, dass Dinge doch etwas anders gelagert sind, als uns die Ernährungspropaganda uns das Wissen machen möchte. Aber wir haben Lösungen, das insbesondere herzliches Dankeschön, Lösungen, wie man aus dieser Malesse rauskommen kann. Herzliches Dankeschön. Lösungen, liebe Zuschauer, findet ihr in einer großartigen Publikation mit Rezepten, mit Hinweisen, auch einer sogenannten Verfahrensweise in einer Regulationsphase, wo ich erstmal den Organismus auch mal eine Woche lang in Ruhe lasse und wie ich das machen kann, das erfahrt ihr alles in Gesund, Schön und Schlank sein, kann jeder von Heinz Reinwald eine Publikation, die, wenn ihr euch an buch@quantisana.ch wendet, kostenlos bekommen könnt. Also schreibt an buch@quantisana.ch und dort bekommt ihr die Möglichkeit, diese Publikation, ein schmales, hübsches, kleines Büchlein mit vielen guten Ernährungsinformationen und Tipps, dann kostenlos zu bekommen. Wir blenden noch die Internetseite von Quantisana ein und eine Seite, wo ihr natürlich unter anderem zu diesem Thema, aber zu vielen anderen Themen weitergehende Informationen findet in der Breite des Gesundheitsfeldes. Und in diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Diesmal vom Bodensee aus dem wunderschönen Schloss Wartensee.